Vom Bodensee geht es weiter ins Allgäu. Hier gibt die Kirchturmuhr den Tagesrhythmus vor. Alle Viertelstunde hört man es läuten. Unsere Ferienwohnung in Wertach ist komfortabel und groß. Nur mit dem Wetter ist es gerade nicht so doll. Es regnet in Strömen bei unserer Ankunft. Auf dem Weg hatten wir einen Abstecher zu den Hinnanger Wasserfällen gemacht. Auch da tropfte es schon ordentlich. Nicht nur von den Wasserfällen, sondern auch aus dem dunkelgrauen Himmel. Doch das war uns egal. Die Wasserfälle sind bei jedem Wetter schön. Hier plätschert und gurgelt das Wasser über mehrere Fallstufen. Und auf Pfaden und über kleine Brücken kann man es begleiten. Am Abend sitzen wir trocken und warm in unserer Ferienwohnung bei einem guten Essen in der Küche. Auch der nächste Morgen begrüßt uns mit tief hängenden Wolken. Wir haben Karten für die Märchenschlösser Neuschwanstein und Hohenschwangau. Unser Blick geht hinüber zur Marienbrücke, während wir auf den Einlass warten. Die wollen wir nachher auch noch besuchen. Im Corona-Sommer ist hier vergleichsweise wenig los. Dafür geht's aber leider auch im Schnelldurchlauf durch die herrlichen Räumlichkeiten. Der Weg zur Marienbrücke gewährt uns einen kurzen Blick auf Schloss Hohenschwangau. Dann geht's auf die Brücke und was für eine Aussicht! Unter uns strömt das Wasser durch die Pöllertschlucht. Als wir vor Schloss Hohenschwangau stehen, strömt es leider auch von oben. Ein Platz zum Unterstellen? Fehlanzeige. Auch hier geht es in kleinen Gruppen durch das Gebäude. Aufgrund von Baumaßnahmen war leider nicht alles so schön wie vorgestellt. Trotzdem gefiel uns Hohenschwangau besser als Schloss Neuschwanstein. Vielleicht, weil es tatsächlich bewohnt war. Es war Sommer- und Jagdresidenz für König Max II. Sein Sohn, König Ludwig II., verbrachte hier nicht nur seine Kindheit, er ließ auch nach dem Tod seines Vaters die königlichen Apartments umdekorieren. Auf jeden Fall hatte er einen schönen Blick auf Schloss Neuschwanstein. Der Regen hat uns noch bis zu unserem Auto begleitet. Gegen das schlechte Wetter hilft am besten leckeres Essen. Der nächste Morgen begrüßt uns schon zum Frühstück mit strahlendem Sonnenschein. Heute wollen wir auf dem Isela ein wenig wandern. Die Isela Bahn bringt uns erstmal bis zur Bergstation. Wir schweben über die Wipfel der Bäume hinauf. Was für eine Aussicht! Dann laufen wir einige Stunden etwas ziellos hinauf und hinunter über schmale Pfade. Schön ist es hier. Aber auch nicht gerade leer. Den späten Nachmittag nutzen wir noch zu einem kurzen Ausflug nach Hinterstein, zu den Zipfelsbacher Wasserfällen. Hier sind wir tatsächlich ganz alleine unterwegs. Auch der nächste Morgen begrüßt uns mit Sonnenschein und neugierigen Kühen an der Breitachklamm.
Hier zahlt man 5 Euro Eintritt, um sie durchwandern zu können. Und das haben wir vor. Dem Pfarrer Johannes Schiebel aus Tiefenach haben wir zu verdanken, dass wir hier heute gehen können. Hartnäckig trieb er die Erschließung der Klamm voran, gründete dafür sogar einen Verein, um das nötige Geld aufzutreiben. Am 4. Juni 1905 wurde sie schließlich nach nur einem knappen Jahr Bauzeit freigegeben. Wahrscheinlich würde eine solche Baumaßnahme heute mehrere Jahrzehnte in Anspruch nehmen. Die Felswände sind hier fast 100 Meter hoch. Überall tropft und strömt es. Durch das Zusammenspiel von Licht und Schatten wirkt sie an manchen Stellen fast mystisch. Schon mehr als 24 Millionen Besucher sind durch diese Schlucht gewandert. Der ein oder andere mag seine Schuhe dabei verschlissen haben. Das war auf jeden Fall eines der Highlights in unserem Urlaub. Unseren letzten Tag im Allgäu verbringen wir damit, es zu verlassen. Das Wetter ist großartig, wir wollen auf die Zugspitze. Die im Dezember 2017 eröffnete neue Seilbahn bringt uns nach oben. 1945 Höhenmeter werden dabei überwunden. Oben angekommen steht man dann und staunt. Was für ein grandioses Bergpanorama. Wer mag, kann auch noch zum Gipfelkreuz hochkraxeln. Uns irritiert hierbei doch ein wenig die Ausstattung der Menschen, die das versuchen. 2962 Meter über dem Meeresspiegel liegt der Gipfel der Zugspitze, den sich Deutschland und Österreich teilen. Auch die Krähen fühlen sich hier oben wohl. Keine Ahnung, ob es deutsche oder österreichische sind. Wir nehmen auch noch die Seilbahn, die zum Gletscher hinunterfährt. Noch gibt es ihn. Und man kann ein bisschen Winter im Sommer erleben. Die Zahnradbahn wird uns durch unendliche Tunnelpassagen wieder hinunterbringen. Unser Ausflug zur Zugspitze war nicht nur dank des Wetters wirklich großartig. Tatsächlich konnten wir in diesem Urlaub feststellen, dass es auch in Deutschland eine Menge Highlights gibt, die eine Reise lohnen. Morgen geht es weiter Richtung Hessen.